Notfall. Eine Patientin wird mit Verdacht auf Schlaganfall in die Notfallstation eingeliefert. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Jede Minute zählt. Isabelle Vohl hat den Notfallarzt Martin Nufer auf einem von seinen lebensrettenden Einsätzen begleitet. Grüezi, Nufer ist mein Name. Ich bin Notfallarzt. Was ist los? Zorica Sosic ist in die Notfallabteilung in der Hirslanden Klinik St. Anna zu Luzern eingeliefert worden. Im Notfall muss alles schnell gehen. Darum ist sie gar nicht mehr zum Hausarzt, sondern direkt im Notfall, wo sie gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Am Frühstücktisch, am Morgen, habe ich frühstückt und plötzlich habe ich meine Finger nicht mehr gespürt. Und da habe ich gedacht, ja, irgendetwas stimmt nicht. Dann plötzlich die Hand habe ich nicht mehr vom Tisch schlüpfen. Dann ging ich zum Telefon, habe ich angerufen und seitdem ist so alles schnell gegangen. Der Verdacht, ein Schlaganfall. Der Patientin wird Blut abgenommen, um andere Ursachen auszuschließen. Arzt und Krankenschwester arbeiten Hand in Hand. Die neurologischen Tests zeigen, dass nur eine Seite ausgefallen ist und nicht beide, was auch auf einen Schlaganfall hinweist. Der Martin Nufer betreut aber nicht nur Schlaganfallpatienten. Es ist bunt gemischt eigentlich bei uns. Also wir haben internistische Notfälle, also Patienten, wo das Herz nicht mehr so gut ist, wo man das auch schon länger weiss. Und es geht wieder ein bisschen gut, geht wieder ein bisschen schlechter, jetzt geht es ganz schlecht. Es sind aber auch traumatologische, also Unfallprobleme, die bei uns kommen. Also so einen gespaltenen Finger kann auch mal bei uns auftauchen. Um wirklich sicher zu gehen, dass sich bei der 43-Jährigen Zorica Sosic um einen Schlaganfall handelt, muss möglichst schnell ein Bildgebungsverfahren, das heisst in diesem Fall ein Notfallschädel-CT, gemacht werden. So kann die Diagnose und das weitere Vorgehen definitiv bestimmt werden. Ruhe bewahren ist gerade in Zeiten mit Höchstbetrieb wichtig. Es gibt untertags die Spitzenzeiten, die kennt man gut. Das ist im späteren Morgen, wenn alle so ein bisschen in Gang gekommen sind und die Hausarztpraxen so richtig vollen und die Triage schon läuft. Dann kommt die erste Welle. Und das Gleiche gilt nochmal für den späteren Nachmittag. Da gibt es nochmal eine zweite, größere Welle. Zusammen mit dem Radiolog wird nach einem frischen Infarkt gesucht. Eine Blutung im Hirn wird sich als helle Fleck zeigen. Das Motto beim Schlaganfall ist «Time is brain», das heisst, jede Minute zählt. Wenn mehrere Notfälle zu betreuen sind, muss richtig priorisiert werden. Am Schluss geht es eigentlich immer ums Gleiche. Es geht darum, aufgrund der Vitalparameter, also einfache Sachen, die man messen kann, Blutdruck, Puls, Temperatur, Atemfrequenz, findet man relativ schnell heraus, welchen Patienten dass es schlecht geht und welchen dass es gut geht. Je früher das Grinsel, verantwortlich für den Schlaganfall, mit Medikament aufgelöst werden kann, desto grösser ist der Erfolg der Therapie. Darum ist es nie gut, wenn der betroffene Patient den Schlaganfall im Schlaf hat. Die Therapie muss innerhalb von 3 Stunden erfolgen. Darum lieber keine Zeit verlieren und sofort ins Spital, wenn folgende Situation auftritt. Also es sind in der Regel plötzliche Funktionsausfälle, also man irgendetwas nicht mehr bewegen kann. Das ist das eine. Und das Zweite, was eigentlich auch recht häufig vorkommt, ist, dass vielleicht ein Maulecken abhängt oder dass man nicht mehr recht reden kann. Und das sind eigentlich die typischen Warnzeichen. Solche plötzliche, relativ plötzliche Ausfälle, dass etwas nicht mehr funktioniert, was bis anhin eigentlich recht gut funktioniert hat. Durch Zorica Sosic geht es wieder besser. Sie hat richtig gehandelt und nicht zugewartet. Und im Notfall lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig.